Hallo und herzlich willkommen, liebe Kreuzwortistinnen und Kreuzwortisten. Es ist mal wieder soweit. Wir haben wieder eine neue Kreuzworträtselrunde und ja, es kann auch sofort schon wieder losgehen, würde ich sagen. Ein Vorname, ja, das könnte zum Beispiel, keine Ahnung, sein. Benutzen ist ja einfach auf Englisch. Das ist use. Nicht zu verwechseln mit huge. So, Zusatzgaben, gratis. passt irgendwie, also, aber ich glaube nicht, dass das welche sind, also, dass das gratis heißt. Das sind ja keine Gaben, das ist ja nur die Bezeichnung dafür, ist ja eher ein Prädikat dafür, ein Adjektiv. Griechisch neu ist gar nicht mal so weit weg von neu, es ist neo. Meerjungfrau ist natürlich dann die Nixe. Satz mit Ixe, das war wohl Nixe. So, kurz für Maria. Ist Mia? Nee. Ria. Ach so, ja, stimmt. Das war das, wo ich mich schon mal gefragt habe, wie das sein kann, dass das Ria heißt, weil ich Ria überhaupt noch nie so gehört habe. Aber ist halt so. Stechende Farbe im Kartenspiel ist eindeutig rot oder schwarz. Nein. Provinz in Saudi-Arabien. Nö. Flughafenhalle ist nö. Norddeutscher Fluss. Ach, langsam muss doch mal was dabei sein, was Schönes. Färberpflanze. Purpur ist leider keine Pflanze, sondern eine Schnecke. Aber hätte reingepasst. Studiengang. Bio, Mathe, Info. Info? Weiß ich noch nicht. Abend. Machen wir erstmal die Asse. Lateinisch ebenso. Ja. Fluss zur Nordsee ist weiß ich noch nicht. Freibeuter ist eigentlich ein Pirat, aber das passt nicht. Freibeuter, was könnte das noch sein? Also ich weiß zumindest erstmal die japanische Gedichtform, das ist ein Haiku. So, was könnte ein Freibeuter mit K sein? Was sind denn die Fenstervorhänge? Die Fenstervorhänge wiederum sind Gardinen? Nein, Gardinen sind das definitiv nicht. Die fangen nämlich nicht mit S an. Studiengang, Kurs. Ha, nein. Verdammt. Jura. Das ist es. Okay, Sera? Ja, que sera, sera hieß wie der Abend, der Abend. Nein, Quatsch. Das ist was anderes. So, Corsar, ne? Das ist Corsar, genau. Okay, Fenstervorhänge, Sporte. Nein. Okay. Ebenso, irem, idem, imem, ich weiß es noch nicht. Farbton könnte rötlich nicht sein. So, stechende Farbe, weiß ich doch noch immer noch nicht. Mostrig haben wir erstmal. Mostrig ist Senf, ja, ja. Das erinnert mich daran, dass hier dieses Wort auch vorkam in dem letzten Pizmeet-Rätsel, Kreuzworträtsel-Video. Ja, ja. Die haben das nämlich irgendwie vor 2, 3 Tagen irgendwie hochgeladen und war interessant zu sehen, wie die sich dabei anstellen. Und ich muss schon sagen, ja, das war definitiv ein Video. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. So, was haben wir hier? Reise. Nee, unbewölkt ist doch Sonne, sonnig. Ja. Okay,
Ich denke, irgendwas mit E. So, Ex-Zusatzgaben. Exzess? Nee, 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 nee. Extras natürlich. Ach ja, das waren die Extras. Exzess ist eher sowas hier, was zu viel ist. Und nicht zusätzlich, was nicht zu viel ist. Was weiß ich. So, dann haben wir hier den Graf. Vorname. Rüdiger funktioniert nicht. Dann tragen wir erstmal den Clan ein. Telto Fleming. Oh, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist hier um die Ecke. TF. Oder das ist mehr oder weniger um die Ecke. So, Brauch. Wir sehen noch nicht. Ist Anis eine. Ja, ist eine Arzneipflanze. Also so schmeckt's auch. Ich muss sagen, ich trinke ungern oder gar nicht gern oder vielleicht auch lieber nie mehr Sachen, die mit Anis sind. Selbst wenn Anis auch für weihnachtliche Dinge verwendet wird, ich finde das eklig. Ich finde das so eklig. Blah. Einsteckhülle. Was haben wir hier noch? Altgriechischer Fabeldichter. Och, das weiß ich doch nicht mehr. Umgangssprachlich Unsinn. Unsinn, Stuss. Haha. Möglichkeit, eine Möglichkeit. Was wäre eine Möglichkeit? Machen wir erstmal hier das Moped. Das wäre eine. Weiß ich nicht. Frosterscheinung. Schnee? Schnee, Eis, Reif, Reif? Haha. Mensch, läuft doch. Norddeutscher Fluss. Mir würde zwar einer einfallen, der da momentan noch reinpasst, aber Elster ist für mich nicht norddeutsch. Aber vielleicht ist. Dann wäre das ein. Obwohl. Je nachdem, wenn das Ding bis Mecklenburg-Vorpommern? Ne. Ne, leider nicht. Aber die Alster. Die Alster und nicht die Elster. Ach nee, ich glaube, Elsterwerda war ja auch zum Beispiel. Also es gibt aber einen Fluss, der heißt Elster. Ist ja aber auch egal. War nicht richtig. Aussatz. Nö. Was haben wir hier? Färberpflanze. Ja, wenn ich das mal wüsste. Vorname. Was könnte denn Vorname noch sein? Ach Gott, ey. Das ist echt. Das heute ist mal richtig krass. Boards sind keine Fenstervorhänge. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch für Fenstervorhänge? Also wir haben hier sowas wie Gardinen. Wir haben wie hießen andere? Was sind denn das für andere Sachen, die. Ach, wenn ich das noch wüsste. Nee, nee, bin raus heute. Bin heute voll raus, außer beim Etui. Eine Reise könnte eine Fahrt sein, ist es auch. Und dann sind da die Azoren. Ah, läuft ein bisschen besser gerade. Brauch Sians? Nee. Aber irgendwas mit NCE war schon richtig. Aber das E ist auch nicht richtig. Okay. Trance. Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Affe. Primat. Ja. Auch der Primat wäre manchmal gern privat. Rufname ist das Wort hier. Aha. Und dann ist das. Ah, Flughafen Halle ist der Terminal. Oh, ich dachte da, wo die Flugzeuge drin stehen. So, dann ist das hier Provinz. Nee. Doch nicht. Das wäre ja schön gewesen. Aber der Emir ist ja eigentlich nicht die Provinz, sondern der. Das hatten wir ja schon mal. So ein.
Ein Emirats-Oberheini ist das. So, okay, die Färberpflanze. Ich habe keine Ahnung, was diese Seede für eine Seede ist. So, was haben wir noch? Stechende. Ach, der Trumpf. Ah. Okay. Dann eine Möglichkeit. Was könnte das noch für eine Möglichkeit sein? Shorts sind auch keine, oder? Nee. Außerdem ebenso würde ich jetzt eher nicht sagen, dass da ein Haar reinkommt. Idem ist es sowieso nicht. Item? Was echt? Item? Storch. Fenstervorhänge, Storch. nee. Storks. Englisch für Störche. Nee. Wie lange haben wir denn eigentlich schon? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Och, 11 Minuten. Ich kann mir auch wirklich mal Zeit lassen, mir das so richtig durch den Kopf gehen zu lassen. Ausnahmsweise mal. Ich habe in dem PizzaMeet-Video gesehen, die haben verschiedene Dings gehabt. Wie soll ich sagen? Verschiedene Varianten, wie sie es gelöst haben. Manche haben gesagt, so, ja, ich probiere auch mal Buchstaben durch. Manche haben gesagt, nö, ich probiere keine Buchstaben durch. Ist interessant, dass das vor allem bei denen auch gar nicht irgendwie konsistent ist, dass alle das gleich machen, sondern jeder hat da so seine eigene Art. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Und ich persönlich fand jetzt zum Beispiel auch diese schwerere Art, dass man nicht einfach ein paar Sachen durchprobiert, eigentlich schon ganz gut. So, aber Stor. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Fenstervorhänge. Was sind denn Fenstervorhänge, die mit Stor anfangen? Boah. Brauch eine U. Aber wenn ich das herleiten könnte von irgendeinem Wort. Ne. Färberpflanze. Also ich glaube, das sind so wirklich Sachen, da wird es jetzt gerade nicht mehr. Das wird für mich hier definitiv noch schwierig, die restlichen Worte zu kriegen. Aber die Möglichkeit kann auch nicht so schwer sein. Eine Möglichkeit ist auch eine Chance, ist auch ein. Oh Gott. Habe ich hier vielleicht beim Farbton noch was Mögliches? Violett klappt nicht. Was haben wir dann noch? Ein Farbton. Könnte natürlich auch sein, dass es jetzt nicht ein bestimmter Farbton ist, sondern ein Synonym für Farbton. Was könnte ein Synonym für Farbton sein? Es gibt die Farbpalette, da gibt es verschiedene Farbtöne. Es gibt Rottöne, es eine sogenannte. Oh, mir liegen so viele Wörter gerade auf der Zunge. Aber ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ein Farbton, was könnte das? Eine Abstufung? Nee, das auch nicht. Altgriechischer Fabeldichter war definitiv nicht sowas wie Aegis oder so. Elos? Nee. Nee. Umanze? Nee. Ich muss jetzt leider, glaube ich, mal.
Usa. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht irgendwas mit use oder so, also mit dem englischen use irgendwas zu tun gehabt, also ob man sich da herleiten könnte. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so. So, Asier, Esier, Isier? Nee. Dann Esier? Nee. Asier, okay. Aussatz. Laura, was? Nein. Lyra, Lyra, Lehrer? Nee, oder? Was ist denn jetzt der Aussatz überhaupt in dem Fall? Huch. Stuss wollte ich hier haben. Ne, ne. Ich gebe mal wirklich Laura ein und guck, was passiert. Ne, passiert auch nichts. Ist ja nicht schön. So. Leura. Letra. Nee. Ledra ist es auch nicht. Lyra. Ich frage mich gerade. Lesra? Nee. Weil beim altgriechischen Fabeldichter. Lenra? Lemra? Nee. Lekra? Lekra mit C? Huch. Le Ach so. Oh, Mann. Lepra. Lepra. Ich glaube, ich bin. Ich glaube, kurz vorm ins Bett gehen sollte man nicht mehr Kreuzworträtsel machen. So. Elip. Irgendwas mit Ob am Ende? Ja. Aesop. Aesop war das. Okay. Was haben wir hier? Farbton. Irgendwas mit Rot. Okay. Rosarot. Ah. Okay, was haben wir dann? Die Möglichkeit. Was ist jetzt noch die Möglichkeit? Also da wäre es jetzt schön, wenn ich da mal ausnahmsweise. Ach nee, warte mal, wir haben hier noch. Storks ist es wirklich nicht. Storps? Storz? Storps? Ich habe wirklich keine Ahnung, was sind denn das für Dinger? Storms? Storns? Stores? Ah, okay. Na gut, nehme ich so hin. So, das ist bestimmt wieder irgendwas doofes Englisches. Möglichkeit, was haben wir denn da? Ach, die Option. Das ist nicht unbedingt was Englisches, aber macht ja nichts. Es gibt das Wort auch unverändert im Englischen. Das muss reichen. So, jedenfalls, wir haben das erste geschafft mit Biegen, Brechen und es ging so. Streit macht. Es ist doch. Das weiß ich. Okay. Den ersten Buchstaben haben wir. Früher ist wieder mal. Das ist klar. Das ist klar. Okay. Australische Olympiastadt. Ach ja, genau. Ja. Ist halt die Frage. Okay. Ist ein Y. Das war jetzt nämlich noch. Da würde ich jetzt gerne mal nachschlagen, aber. Nee, ich glaube, es gibt das mit I, aber ist das ein Name und nicht ein Ort? Buchstabenart, so. Achso, ja, übrigens, das Lösungswort ist nach den ersten drei Buchstaben meiner Meinung nach Rhythmus. Gucken wir mal, ob es stimmt. Zuspruch. Münzeinheit in. Münzeneinheit. Nee, Münzeinheit in Europa. Cent wäre das zum Beispiel. Würde zumindest passen.
Zustand ist ein Status zum Beispiel. Okay. Schauspieler Ralf. Ralf Möller, Ralf Kabelka, Ralf. Ja. Schumacher. Nein. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass T könnte sein, denn hier könnte ein H hinkommen, wenn hier ein C steht. Das ist gut. Außerdem ist das roh. Dementsprechend passt das. Dann haben wir den, dann 6 müsste ein M sein. Ein Ministerium ist ein Amt. Buchstabenart. Ja. Umlaut. Ah, okay. Ja. Okay, dann haben wir hier die Kopfbedeckung. Hüte. Und ja, dann wäre das ein U. Und dann haben wir hier ein Baumteil. Das ist ein Ast. Ja, dann machen wir das doch mal rückwärts. So, dann zack. Dann haben wir hier das Ministerium, ist das Nichtamt. Interessant. BMF oder was? Bundesministerium für Finanzen. BM. Irgendein Bundesministerium für irgendwas. Abkürzung Englisch. Na dann, ach so, BMG. Ja. Dann haben wir hier Umlaut. So. Dann haben wir hier Sydney. P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Müsste eigentlich immer noch die Adresse aus Findet Nemo sein, auch wenn ich den Film schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Totenschein. Ja, Papageienart könnte der Ara sein. Ja, Brotform ist der Leib. Teil des Oberkörpers. Was habe ich denn hier so alles für Teile? Also wir haben hier Arm, wir haben Brust, wir haben Hals, Schulter. Aber so richtig ist das richtige Wort noch nicht dabei. Ach, Püree, so. So, gehemmt ist. Erstmal Abkürzung geboren ist das. Totenschrein. Ach so, nicht der Totenschein. Die wollen die Achsel und das ist ja gar nicht ein SCH. Okay, ja. Jetzt verstehe ich das. Ja, ach Mann, vor allem, wo ich doch den Zustand, den Status ja auch noch da habe. Gehemmt. Unfrei, ungekocht, war roh. So, dann fehlen uns ja eigentlich noch die 2 und die 1 und das ist ja ziemlich klar, dass da wirklich der Rhythmus richtig war. Freut mich sehr, dass ich das nach drei Buchstaben schon hatte. Es gibt echt nicht viele Worte, die mit RHY beginnen. So, Eingeweide, umgangssprachliche Gedärme. So, Abkürzung betreff. Verkünder ist der Bote oder sowas. Nee. Zuspruch? Gunst? Nee. Nee, gar nicht. Ralf? Ah, weiß ich nicht gerade. Speisefrüchte sind Obst. Sag nicht, das ist auch Brühl. Gab es nicht einen Daniel? Brühl? Oder bin ich da jetzt völlig. Aber was wäre dann? Weil. Da kommt definitiv kein A hin, auch wenn der griechische Buchstabe hier fast anmutet wie Kappa oder sowas. Was gibt's denn? Alpha, Beta, Gamma, Gamma? Nee, nee. Delta, Epsilon? Theta, Eta, Jota, Kappa, Lambda, nee. Es geht doch gar nicht. Gamma, nee.
Aber das A ist richtig. Okay. Ach, Bauer. Ja, so macht das sogar Sinn. Dann ist das vielleicht wirklich Kappa. Ja. Beliebter Aquarienfisch ist der Guppi. So. Hundelaute sind Bellen. Ja. Englisch Häschen ist Bunny. Niedrigwasser ist die Ebbe. Orientalisches Küstenschiff. Ja. Ein Hochschüler, Student. Woher er das nur wieder weiß. Strumpfhalter ist ein was weiß ich. Chauvinist ist nicht cool, glaube ich. Halbedelstein ist der Topas. Bindewort. Desto. Chauvinist. Pastor? Passt nicht ganz. Wegen dem R, was hier unten dann stehen würde. Englisch Wagen. Car. Fenstervorhänge. Ah, schon wieder. Ich kann ja spicken. Nee. Ach, ein Pascha ist das. Ah, Straps. Straps, natürlich. Story. Nee, Stores waren das. Ja. Okay. Orientalisches Küstenschiff. Dru. Deo, Diu. Dau. Dau, echt? Ich kenne das als dümmster anzunehmender User. Verkünder ist der Prophet. Und Zuspruch ist dann Trost. Und damit sind wir hier wieder im grünen Bereich. Uiuiuiui. Es hat wieder ein wenig gedauert, also vor allem bei dem ersten Rätsel. Also das war wirklich mal wieder etwas schwieriger geworden. Da sind schöne Sachen dabei. Lateinisch ebenso zum Beispiel. Also merkt euch, wenn ihr in den Pokémon-Spielen der ersten Generation das Wort Item lest, dann bedeutet das einfach nur ebenso. Das bedeutet nicht eventuell sowas wie Beutel oder Gegenstände oder sowas. Nein, das ist das lateinische Wort für ebenso. Ja. Wieder was gelernt. Primat war schön, Terminal, ja, okay, ja, hätte ich schneller haben können. Eine Usanze, genau, eine Usanze, noch nie gehört. Und ja, bei Aussatz, oh, Lepra, Lepra, ich muss mir merken, Lepra ist auch Aussatz. Nicht der Aufsatz, der Aussatz. So, und Provinz in Saudi-Arabien gibt es eine, die heißt Asir. Jo. So, gut, dann würde ich sagen, reicht doch für heute. Und es kommen noch zwei Folgen, dann haben wir die 100 voll. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal erstmal und tschüss, ich verabschiede mich.